Geht es bei Ihnen? Guten Tag, Frau Watz. Brauchen Sie Hilfe? Danke. Es geht nun mal nicht so schnell. Seit meinem Oberschenkelhalsbruch vor 1,5 Jahren. Geht schon. Gut. Passen Sie auf, da ist noch eine Stufe. Also. Ja, tut mir leid, dass Sie sich, dass wir Ihnen solche Umstände machen, aber muss halt sein. Ja? Das macht nichts. Das wird ja auch irgendwann wieder werden, hoffe ich mal. Sie sagen so 1,5 Jahre, aber das ist eigentlich schon sehr, sehr lang. Na gut. Es geht mir sonst gut. Schön. Also, zunächst muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Ja, wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Beate Wirtz, Sie sind 68 Jahre alt und Sie wohnen in München. Ja, wir haben ja da so eine wunderbare 3D-Grafik dieser beiden Gebäude. Hier wohnt die Frau Klein und im gegenüberliegenden Gebäude, da wohnen Sie. Ja? Da wohne ich im ersten Stock. Im ersten Stock oben, ganz genau. Ja, genau. Ihr Familienstand ist verwitwet, Sie sind Rentnerin, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Jetzt geht es heute um den Nachmittag des 10. August, da sollen Sie ein paar Beobachtungen gemacht haben. Schildern Sie doch bitte mal. Ich bin mit meiner Tochter einkaufen gewesen, wie jeden Mittwoch. Und meine Freundin, die Lisa Sänger, ist mit einer Magen-Darm-Infektion in dem Bett gelegen. Mhm. Und darum habe ich ein paar Besorgungen mitgemacht. Die Frau Sänger, die wohnt auch in 4A, also bei Ihnen gegenüber. Ja, richtig. Und zwar über der Frau Klein. Ja. Genau. Genau so. Und haben Sie ihr Nachmittag dann auch die Sachen vorbeigebracht, die Sie ihr mitbesorgt haben? Ich habe dann am Nachmittag geklingelt und bin dann auf dem Weg zum Fahrstuhl. Da hat mich die Frau Bertrand fast über den Haufen gebracht. Könnt ihr sagen, wie spät es da war? Kurz nach 5. Ja, und wo war das genau? Direkt vor der Tür von Frau Klein. Die ganzen Lebensmittel, der Tee, der Zwieback, die Medikamente sind auf den Boden gefallen. Aha. Hat Ihnen die Angeklagte beim Aufsammeln geholfen? Nein. Aber die ist, als hätte sie der Teufel gejagt. Nein. In ihre Wohnung gerast und hat die Tür hinter sich zugeknallt. Aha. Aber so war doch gar nicht, Frau Wirtz. Sie wurden von Frau Wirtz gesehen, wie Sie geflüchtet sind, in Ihre Wohnung geflüchtet sind, die Türe zugeknallt haben. Sie haben die Tat begangen. Das stimmt nicht. Ist nicht wahr. Haben Sie denn in die Wohnung reinschauen können von der Frau Klein? Ja, ich habe dann in die Wohnung von Frau Klein geschaut und da war alles total verwüstet. Ich hätte nie gedacht, dass diese Person so gewalttätig sein kann. Warum dramatisieren Sie in Ihrer Aussage so das ganze Geschehen und machen meine Mandantin so schlecht? Soll ich es Ihnen erklären? Weil Sie grundsätzlich alles dramatisieren. Sie beschweren sich über die spielenden Kinder meiner Mandantin genauso, wie Sie sich über die Ausuferungen des Opfers hier beschweren. Und das Ganze hat Prinzip. Da steckt ein ganz raffinierter Plan dahinter. Hm? Soll ich es erzählen? Sie wohnen im ersten Stock, haben Sie dem Herrn Richter vorhin erzählt. Ja? Und Sie sind darauf angewiesen, das heißt, Sie sind ganz scharf darauf, eine Wohnung im Erdgeschoss zu bekommen. Sie haben eine leichte Behinderung und Sie haben Angst, dass Sie mit zunehmender Zeitdauer nicht mehr in den ersten Stock hineinkommen. Also versuchen Sie ihr glasklar, meine Mandantin, die eine Erdgeschosswohnung besitzt, die aus dieser Wohnung zu kriegen, damit Sie da reinkommen. Hm? Ist es so? Na schön, ich habe ja bei unserem Vermieter nach einer der beiden Wohnungen gefragt und der ist gerade mal über 30. Meinen Sie, der will so eine alte Schachtel dort in der Wohnung haben? Ich habe gegen die jungen Frauen einfach keine Chance. Genau deshalb versuchen Sie jetzt, hier Ihren Plan zu verfolgen und versuchen, so an die Wohnung zu kommen. Meine Mandantin sitzt auf der Anklagebank. Na ja, vielleicht kriegt man sie so raus. Hm? Ich bin zwar alt, aber nicht senil. Wegen so einer Sache kommt doch heute keiner mehr ins Kittchen, oder? Aber lassen Sie mal. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich über kurz oder lang ins Altersheim gehen werde. Aber Frau Wirtz, ich will nicht, dass Sie ins Altersheim kommen. Warum haben Sie da nichts gesagt? Ich meine, wir können ja gucken, vielleicht tauschen wir einfach die Wohnungen. Das würden Sie für mich tun? Ja, klar, wieso denn auch nicht? Ach, da machen Sie mir eine riesengroße Freude. Jetzt würde ich mir noch eins wünschen, dass Sie eventuell mal über Ihren lockeren Lebenswandel nachdenken. Denn damit ziehen sich auch die Kriminellen geradezu an. Was meinen Sie denn damit? Die ganze Nachbarschaft steht schon Kopf. Und ich habe
unseren Hausmeister schon so oft darauf angesprochen und ihn mir zur Brust genommen. Aber es hilft ja alles nichts. Er will ja gar nicht, dass da drüben Zucht und Ordnung herrscht. Wie kommen Sie da drauf, dass er das nicht will? Weil er ja hinter seiner Gardine... Was macht er hinter seiner Gardine? Gucken oder was? Ja, mit seinem Fergenglas steht er dahinter und schaut in die Wohnung von der Frau Klein. Machst du nicht? Was? Ey, komm, lass uns doch von der nichts erzählen. Ich meine, du weißt doch, dass sie Spaß daran hat, alles aufzuwiegeln. Die hat doch sonst nichts mehr zu tun, ey. Das ist gelogen. Der würde doch am liebsten selbst mitmachen. Was will ich? Frau Klein, gab's dafür Anzeichen? Nein. Wenn Sie meinen, dass es unser Hausmeister war, dann stimmt das schon gar nicht. Der hat gar nicht den Mumm dafür. Und Frau Bertrand schon gar nicht. Ja, also, Frau Zeugin, jetzt verstehe ich es überhaupt nicht. Sie haben doch vorhin voller Inbrunst erzählt, wie gefährlich die Angeklagte ist. Ja, vielleicht war es doch jemand ganz anders. Und wer? Haben Sie da jemanden im Blick? Till Marschnick. Seine Frau hat ihn von heute auf morgen sitzen lassen. Und jetzt muss der arme Kerl beobachten, was da drüben in der wie sich seine Frau da drüben in der Wohnung mit anderen vergnügt. Haben Sie in diesem Zusammenhang was beobachtet? Ja, ich habe öfter gesehen, wie der Herr Marschnick der Frau Klein aufgelauert hat. Und einmal hat er sie sogar an den Kragen gepackt. So, und wann hat Herr Marschnick Sie das letzte Mal körperlich angegriffen? Am Tag, bevor bei mir eingebrochen worden ist. Und was wollte da der Herr Marschnick konkret von Ihnen? Ja, er hat mich bedroht und meinte, ich soll aus München verschwinden. Und ja, ich denke mal, der Spinner wollte einfach mit der Aktion seine Rebecca wieder zurückbekommen. Verwirrt, Sie kennen sich doch in der Nachbarschaft ganz gut aus, oder? Ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Herrn Färber und Herrn Marschnick? Erzählen Sie uns das doch mal. Na, da muss ich passen. Frau Wirz, das glaube ich Ihnen nicht. Sie wissen sehr wohl Bescheid, was zwischen den beiden geht. Da täuschen Sie sich. Mal schauen, was der Herr Marschnick dazu sagt. Also das ist mal sehr, sehr seltsam. Nehmen Sie mal hinten Platz. Ich glaube, ich entlasse Sie besser noch nicht als Zeugin. Ja? Ja. Till Marschnick, bitte. Aber die Frau Klein, die bleibt weiter unvereidigt. Herr Marschnick, guten Tag. Hallo. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Dankeschön. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Vorsorglich belehre ich Sie jetzt 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Klar. Sie heißen Till Marschnick, 36 Jahre alt. Sie wohnen in München. Ja, in der Auenstraße 4B, direkt über der Frau Wirz. Also im zweiten Stock oben. Im zweiten. Sie sind verheiratet, sind aber wohl in Trennung im Moment. Ich bin momentan im Trennungsjahr, das ist richtig. Verwaltungsangestellter und nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Herr Marschnick, bitte erzählen Sie uns doch, was Sie am 10. August da in der Auenstraße beobachtet haben. Ich habe um kurz vor 17 Uhr das Fenster im Wohnzimmer zumachen wollen. Dann habe ich die Michelle gesehen. Ich habe gesehen, wie die Michelle mit Farbe die Wand besprüht hat. Was? Ja, ich habe dich gesehen. Gut, ich habe nur den letzten Buchstaben und die Punkte gesehen. Und dann rannte sie aus der Wohnung raus. Das kannst du gar nicht gesehen haben, weil ich das nicht gemacht habe. Ach. Ich bin unschuldig. Ach, hör doch auf, das stimmt doch gar nicht, was du sagst. Ich habe dich doch gesehen. Herr Marschnick, ich sag's Ihnen genau, wie ich's denke. Ich glaube, dass Sie der Täter sind. Was? Ja, nicht was. Ich sag Ihnen auch das Tatmotiv. Sie machen Frau Klein für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich. Und die Tat ist eine Racheaktion von Ihnen. Nein, ich bin mir sicher, dass sie daran schuld ist. Es ist meine Meinung, dass sie schon schuld ist am Scheitern unserer Ehe. Das ist ja das, was ich sage. Ja, da gebe ich Ihnen recht, aber ich habe trotzdem nichts damit zu tun. Na, das fing an, als Sina im Reisebüro von meiner Frau angefangen hatte. Am Anfang waren die nur Kolleginnen und die haben sich mal relativ schnell angefreundet. Ja, wir hatten eben eine Ehekrise gehabt und statt irgendwo da zu vermitteln, was man normalerweise eigentlich von Freunden erwartet, hat die wirklich einen Keil zwischen uns gehauen. Herr Marschnick, Ihre Ehe ging in die Brüche. Sie hassen das Opfer. Die Farbdosen, mit denen diese Schweinereien gemacht wurden, die waren für jedermann frei zugänglich im Fahrradkeller. Die haben Sie sich genommen und dann haben Sie die Tat begangen. Ach, was lasse ich mir nicht unterstellen? Ich habe doch auch schon gesagt, dass ich Sie um kurz vor fünf mit den Sprühdosen gesehen habe. Wie oft soll ich das noch sagen? Aber Herr Färber, wir wissen doch beide, dass das gelogen ist. Sagen Sie mir bitte, warum Sie hier lügen. Wieso müssen Sie da beide sich erst mal anschauen? Haben Sie sich abgesprochen? Nee, wieso? Nee, ich weiß auch nicht, was Sie damit meinen. Ja, langsam reicht's mir. Herr Marschnick, wie stehen Sie zu Herrn Färber? Nein, wir sind Nachbarn. Und ja, mittlerweile haben wir uns auch angefreundet.
Ach, Sie haben sich angefreundet. Ja. Wissen Sie, was Herr Färber uns vorhin gesagt hat? Er hält sich schon die Herren die Hände vor den Kopf. Weil er, nein, jetzt haben Sie sich wohl verquatscht vorhin. Schlecht abgesprochen. Der hat uns vorhin gesagt, dass Sie sich nicht mehr als nur noch knapp grüßen. Das von wegen angefreundet. Wahnsinn. Herrschaften, hier stinkt's. Ja, das sehe ich langsam auch so. Ja, dann erklären Sie es mir, warum. Da stimmt was nicht. Ich habe langsam den Eindruck, dass Sie viel mehr wissen, als Sie bei der Polizei und vorhin in Ihrer Aussage gesagt haben. Ja, jetzt belehre ich Sie auch noch, 55 StPO, Sie müssen nichts sagen, wo Sie sich selbst belasten könnten. Hm? Unser Hausmeister und Herr Marschnick, das waren vor einem halben Jahr noch gute Freunde. Und dann ist bei Herrn Marschnick in der Wohnung ein Kabelband ausgebrochen. Und der Färber hat das alles repariert, schwarz. Sie sagen, die waren Freunde. Wieso sind sie dann nicht mehr Freunde, wenn er ihm sogar hilft und repariert? Und dann nach einer Woche, der hat die Rechnung nicht bezahlt. Und dann hat er, ja, dann haben sie sich zerstritten, total zerstritten. Und wieso haben Sie das nicht vorher schon gesagt? Wo war da das Problem? Ja, seitdem mein Mann tot ist, hilft der Herr Färber mir ja auch. Ich verstehe, glaube ich, langsam. Das ist die Art zu helfen, die man Schwarzarbeit nennt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Der hilft Ihnen so unter der Hand? Ja. Und Sie wollten nicht, dass das aufkommt, oder wie? Ja. Also, wenn ich mir Sie so anschaue, brauche ich wohl keinem zu erklären, dass Schwarzarbeit rechtlich belangt werden kann, ja? Oder? Nachbarschaftshilfe mir nicht. Herr Marschnick, entspricht das, was die Frau Wirz hier sagt, der Wahrheit? Ja. Ich sehe überhaupt nicht, was die Details jetzt da von der Männerfreundschaft zwischen den beiden mit der Sache zu tun haben. Wir haben hier einen Einbruch und eine Sachbeschädigung in der Wohnung von der Frau... Da bin ich ganz bei Ihnen, von der Frau Klein, Herr Staatsanwalt. Ja. Auch ich will das aufklären. Aber ich will vor allen Dingen aufklären, dass Herr Marschnick der Täter ist. Herr Marschnick hat ein Alibi. Ja, ich habe ein Alibi. Meine Mutter und der Volker, das ist ein Arbeitskollege von mir. Ja. Wir haben zusammen Abend gegessen. Das war genau um diese Uhrzeit. Und ich habe dann irgendwann mal gesehen, dass die Michelle eben drüben in der Wohnung von Asina war. Und ich habe mich gefragt, was macht sie dort? Und ich bin dann, naja, ich wollte rüber und sie zur Rede stellen. Ja, und kam es dann dazu? Nein, die Haustür, die war verschlossen. Und ich dachte mir, ich rufe lieber gleich die Polizei. Und das habe ich dann auch getan, habe mein Handy ja dabei gehabt. Haben Sie Herrn Färber zu der Zeit gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Der war draußen auf der Wiese. Und der ist draußen auf der Wiese? Da frage ich mich, wieso haben Sie dann nicht zuallererst mal den Herrn Färber informiert? Ich meine, der hat ja einen Schlüssel fürs ganze Haus, anstatt dass Sie da selbst aktiv wären. Ich habe den Moment nicht dran gedacht und ich wollte ja sofort zurück zu meinen... Reden Sie zum Gericht, bitte. Ich wollte direkt rüber, ich wollte ja zu meinem Besuch. Das stimmt nicht. Was soll denn das heißen? Was stimmt nicht? Ja, das war so gewesen. Als ich vor der Tür von Frau Klein gewesen bin und reingeschaut habe, was da los war, bin ich losgelaufen und wollte die Polizei anrufen. Und da mein Telefon im Wohnzimmer auf der Fensterbank steht, habe ich unten in den Garten geguckt. Und da habe ich gesehen, wie die beiden sich ganz schön gestritten haben. Wer sind die beiden? Das ist der Herr Marschnick und unser Hausmeister Herr Färber. Ja, aber schauen Sie, da müssen Sie bestimmt was durcheinander gebracht haben. Denn ich kann ja verstehen, dass Sie sehr aufgeregt sind. Aber das war bestimmt so, weil wir uns an dem Tag überhaupt nicht unterhalten haben. Also ich muss schon zugeben, ich finde das reichlich seltsam. Und mal angenommen, die Frau Wirz sagt die Wahrheit, dann frage ich mich, wieso Sie beide unbedingt geheim halten wollen, dass Sie doch mehr miteinander zu tun haben, Herr Marschnick. Wenn Herr Marschnick nicht antworten will, dann frage ich noch mal Sie, Herr Färber. Sie müssen die Wahrheit sagen, sich selber nicht belasten. Ha? Das ist doch eine ganz normale Frage. Warum antwortest du darauf nicht? Was nichts zu sagen gibt. Er wird seine Gründe haben, aber vielleicht kann jetzt mal einer der Herren uns diese Gründe nennen hier. Ich sag dazu nichts mehr. Herr Marschnick, wenn Sie jetzt anfangen, hier von Ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen, dann weiß ich, welche Schlüsse ich daraus ziehe. Dass Sie beide sich nämlich abgesprochen haben. Und ich sage Ihnen auch, warum. Sie haben Färber gesehen, wie der die Tat begangen hat. Das ist doch Blödsinn. Ich meine, warum sollte ich das tun? Wieso sollte ich von ihr die Wohnung demolieren und ihr dann auch noch beim Renovieren helfen? Das ist doch ganz einfach, weil sie mit Kaffee trinken nicht weiterkam. Frau Klein wollte sie doch nicht in ihre Wohnung lassen. Kein Gespräch wollte sie länger zulassen. Aber wenn Sie als der große Senior kommen, der sagt, ich helfe dir beim Renovieren deiner Wohnung, du armes Kind.
Naja, jetzt sind Sie ja Freunde offensichtlich. So hat's da funktioniert. So ein Blödsinn, ey. Ich glaube, mit dem Thema kommen Sie nicht weiter. Lassen Sie mich mal das Thema wechselverkleiden. Sie haben ja eingangs gesagt, dass vor 2 Tagen in der Nähe Ihrer Wohnanlage Sie an der Bushaltestelle jemand überfallen hat, von hinten den Plastiksack über den Kopf gezogen hat und Sie massiv verletzt hat, was man immer noch sieht. Ja, leider. Haben Sie im weiteren Umfeld der Bushaltestelle oder auf dem Weg nach Hause irgendjemanden gesehen, den Sie kennen? Weiterhin Wahrheitspflicht. Ja, ich habe vom Bus aus den Daniel gesehen. Schildern Sie doch mal den Überfall so genau wie möglich. Er hat eine Plastiktüte dabei gehabt. Sag mal, warst du das? Hast du mich überfallen? Was hab ich? Ey, geht's doch oder was? Warum soll ich das tun? Ja, was weiß ich? Nee, du, wirklich nicht. Jetzt lass dich mal nicht aus dem Konzept bringen, Frau Klein. Ja? Also, ich bin im Bus gesessen, bin eben noch 200 Meter weiter gefahren, bis zur Endstation der Bushaltestelle an der Isar. Und da ist es ja relativ einsam. Und beim Nachhausegehen hat eben mein Handy geklingelt und meine Freundin Lucy hat angerufen. Also habe ich richtig verstanden, Sie müssen an Ihrem Haus erst vorbeifahren und das 200 Meter weiter ist dann die Bushaltestelle, die Sie genommen haben, ja? Genau. Und was haben Sie mit Ihrer Freundin am Telefon gesprochen? Also ich habe ihr erzählt, dass der Daniel mir beim Renovieren geholfen hat und dass wir eben mal was trinken waren zusammen. Und sie hat mich halt ein bisschen verarscht, weil sie meinte, ja komm, es gibt doch keinen Mann, der nichts ohne Hintergedanke macht und der will doch sicher was von dir. Und dann habe ich eben klargestellt, dass der Daniel definitiv nicht mein Typ ist. Mhm. Und der Daniel hat einen Riesenhals gehabt. Hm? Wie fing alles an, Herr Färber? Erst mit dem Fernglas, immer schön rübergeschaut. Die ganzen Männer sind da ein- und ausgegangen. Der Einzige, der nicht ankam, waren Sie. Sie konnten machen, was Sie wollten. Frau Klein wollten Sie nicht haben. Dann sind Sie hingegangen und haben diesen Plan mit der Wohnung geschmiedet. Haben gedacht, gut, komm, ich hau dir die Wohnung zusammen und dann helfe ich ihr wieder beim Renovieren. Vielleicht komme ich dann an Sie ran. So, dann haben Sie ja wieder gemerkt, Sie kommen wieder nicht zum Ziel. Die lässt Sie nicht ran. Und dann waren Sie so verzweifelt, dass Sie sogar noch hingegangen sind und haben Sie vor 2 Tagen an der Bushaltelinie niedergeschlagen. So ein Herr Färber, so ja, weit kann es mit einem gehen. Vielleicht auch denkbar wäre, weil er belauscht hat, das Telefonat, dass sie sagt, er ist überhaupt nicht mein Typ. Klar, endgültig nein. Ich habe doch gerade gesagt, was ich zu sagen habe. Und ehrlich gesagt, mir wird das Ganze jetzt viel zu blöd. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Nee, Herr Färber, bleiben Sie mal noch einen Moment. Es dauert nicht mehr lange. Hm? Sagen Sie, Frau Klein, haben Sie sich gewehrt gegen den Täter an der Bushaltestelle? Ja, ja, ich habe ihm ein paar Mal gegen das Bein getreten. Das war erst vor 2 Tagen. 2 Tage später müsste man eigentlich noch Verletzungen sehen. Wo haben Sie hingetreten? Gegen das Bein? Gegen das Bein, ja. Wären Sie mal so freundlich und würden mal bitte Ihre Hosenbeine freilegen. Nee, wieso sollte ich? Warst du es doch? Das ist doch alles bekloppt. Das gibt's doch gar nicht. Herr Marschlick, was ist bekloppt? Was wollen Sie jetzt sagen? Ja, es ist doch total Wahnsinn, eine Frau zusammenzuschlagen. Hey, halt du bloß die Schnauze, ich sag's dir doch. Komm, hör doch auf, sowas zu decken. Hey, bestimmt nicht. Ja, hey, also, geht's so, oder was? Na, es war so. Ach. Es war so, ich habe nicht Michelle in die Wohnung von Sina, in der Wohnung von Sina gesehen, sondern es war definitiv Herr Färber. Das ist ja mal eine Wendung, ne? Ja, jetzt es war so. Erklären Sie mir nur noch, wieso Sie dann behauptet haben, dass sie es war. Es war so gewesen. Er hat mir eben einfach den Vorschlag gemacht. Er hat mir gesagt, pass auf, du musst die Rechnung von einem Kabelbrand nicht bezahlen, wenn wir hier der Michelle alles in die Schuhe schieben. Wie ist der Herr Färber überhaupt drauf gekommen, die Angeklagte da zu belasten? Nein, das ist ganz einfach. Er hat es halt mitbekommen, dass die Sina und die Michelle sich halt total gestritten haben, als sie auf dem Balkon gewesen sind. Und er hat es eben auch gefilmt. Herr Färber, stimmt das? Nee, ohne Anwalt sage ich gar nichts mehr. Ist alles gut hier? Ich weiß nur, dass ich den ganzen Stress mit der Polizei und der Streit so mitgenommen hat. Gucken Sie sich das an. Das ist das, wenn man Leute in ein Strafverfahren reintreibt. Hm? Was hat die Rechnung gekostet? Ich will es gar nicht wissen. Kann ich mit Ihnen nach der Verhandlung noch mal reden? Ja, das machen Sie nachher. Ja. Gibt es im Moment jetzt noch Fragen an irgendeinen der Zeugen? Auch keine Anträge. Dann bleibt die Frau Wirtz unvereidigt, der Herr Maschnick bleibt unvereidigt, der Herr Färber und auch die Frau Klein. Nehmen Sie mal bitte hinten Platz. So.
Bundeszentral ist der Ausdruck der Angeklagten, ohne Eintrags ist bisher nicht vorbestraft, weil noch weitere Anträge gestellt oder Erklärungen abgegeben. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, Frau Bertrand, Sie sind natürlich nach dem, was wir hier alle gehört haben, aus tatsächlichen Gründen auf Kosten der Staatskasse freizusprechen. Es tut mir furchtbar leid, die Anklage hat sich ganz schlüssig zusammensetzen lassen, weil sie nämlich aufgrund von Falschaussagen und Intrigen, die für glaubhaft gehalten wurden in den Vernehmungen, eben dazu geführt haben. Aber Ihnen kann ich eines sagen, das, was Sie hier angerichtet haben, nicht nur persönlich bei der Angeklagten, sondern auch in dem Verfahren, wie Sie hier sie falsch belastet haben, wie Sie auch hier nur aus Frust, weil Sie nicht landen konnten, ja, das Opfer hier, da brauchen Sie gar nicht so lachen, verprügelt haben, nachdem Sie zuvor die Wohnung von ihr zerschlagen haben, das wird für Sie auch noch erhebliche und massive Konsequenzen haben, ganz genau. Danke. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Herr Marschnick. Ich hoffe, Sie werden nie vergessen, was Sie durch diese Falschaussage bei meiner Mandantin angerichtet haben. Nicht nur Frau Kleines Opfer, meine Mandantin ebenfalls. Ist freizusprechen. Danke. Danke, Herr Verteidiger, Frau Bertrand. Sie haben die Anträge gehört. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Nein. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Michelle Bertrand wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Herr Staatsanwalt, Sie sagen, natürlich ist er frei zu sprechen. So natürlich ist es ja gar nicht. Sie hat das perfekte Motiv. Sie war fürchterlich genervt vom Lärm und von diesen Nackedeien auf dem Nachbarbalkon. Der Herr Färber hat Sie angeblich gesehen mit den Spraydosen und der Herr Marschnick hat Sie angeblich gesehen beim Verwüsten der Wohnung. Aber der Herr Marschnick hat uns heute gesagt, dass es alles gelogen war, nämlich dass er eigentlich den Daniel Färber gesehen hat. Und damit ist natürlich seine Wahrnehmung auch ad absurdum geführt. Da hat er einfach rumgegeifert und die Frau Klein angegeifert, kann man sagen. Dazu passt ja eigentlich das Video. Ich habe mich von vornherein gefragt, wieso macht er denn das überhaupt? Wie krank muss das denn bitte sein? Da verwüstet man erst eine Wohnung, um sie dann wieder zu renovieren und sich damit einzuschleimen. Es bleiben dramatisch große Zweifel. Ich glaube auch, Sie waren es nicht. Und deswegen sind Sie hier natürlich frei zu sprechen. Und Ihnen muss ich schon sagen, Herr Färber, viel schlimmer als diese Geschichte, ja, ist der Überfall. Und der Staatsanwalt wird alles tun, Ihnen den auch nachzuweisen. Und dafür werden Sie auf jeden Fall mit einer Freiheitsstrafe zu rechnen haben. Dass für Sie das Ganze ein Albtraum war, das glaube ich Ihnen gern. Aber das Wichtigste ist, dass der jetzt vorbei ist. Ich glaube, der ist aber nicht vorbei. Weil so, wie ich das heute mitbekommen habe, ist der Albtraum die Wohnanlage selbst. Ja? Mhm. Bei dem Haus, da fällt mir spontan ein Song von Udo Jürgens ein. Und wenn Sie mich nach einem Rat fragen, dann gebe ich Ihnen als Rat die Schlusszeile aus diesem Song. Wenn du mich fragst, ich halte diese Heuchelei nicht länger aus. Wir packen unsere 7 Sachen und ziehen fort aus diesem ehrenwerten Haus. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Danke. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Das war nicht fair, wie ich Ihnen gegenüber war. Ist das Ihr Ernst? Ja, ich will mich ver... Ich will mich bessern, versprochen. Hm, gut. Vielleicht haben Sie ja mal Lust, mit mir einen Kaffee zu trinken und ein bisschen zu quatschen? Vielleicht. Tja, okay. Bis dann. Tschüss. Daniel Färber wurde wegen versuchter Nötigung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, falscher Verdächtigung und Anstiftung wegen uneidlicher Falschaussage und wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Zudem wurde gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit eine Geldbuße von 800 Euro verhängt. Till Marschnick wurde wegen falscher Verdächtigung und Strafvereitelung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 50 Euro, also insgesamt 6.000 Euro verurteilt. Zudem wurde auch gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit eine Geldbuße von 500 Euro verhängt. Gegen Beate Wirz wurde wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit eine Geldbuße von 500 Euro verhängt.